Ja, und bei mir ist der Roman Melich, der Präsident Hannes Kartnick trifft auch gerade ein, mit dem werden wir gleich plaudern. Zunächst einmal Roman Melich, warum waren Sie denn gar so sauer, gar so aggressiv gegen David Beckham? Hat er provoziert oder gefällt Ihnen die Musik der Spice Girls nicht? Na, das hat weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun, aber ich denke mal, wir müssen aggressiv sein im Spiel. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben, aber gerade der Beckham, glaube ich, hat so aufreizend gespielt und unfair gespielt zeitweise, wo oft der Schiedsrichter weggesehen hat, dass er das vielleicht auch etwas angeheizt hat. Er hat sicherlich einmal ein schweres Foul ohne Ball, wie er nachgeschlagen hat, begangen, wurde vom Schiedsrichter auch nicht gesehen. Sowas macht einen natürlich noch mehr aggressiv, als man von Haus aus sowieso schon ist. Also schauen wir uns dieses Foul zunächst einmal an. Das hat ja dem David Beckham dann auch ständig Pfiffe eingetragen. Der Schiedsrichter hat nicht reagiert. Das ist allerdings der Zweikampf mit Roman Melich. Da hat er mal ins Gesicht geschlagen. Und jetzt begann diese Rangelei. Und dann gibt es für beide die gelbe Karte. Wenn Sie das so sehen, sind Sie doch immer der Meinung, dass es richtig war, so aggressiv zu sein? Ich denke schon, wir müssen aggressiv sein gegen so einen starken Gegner. Ich glaube nicht, dass ich mir wegen dem jetzt dann irgendwas vorzuwerfen habe.